Willkommen zu einer neuen Folge der Samurai Siege. So, was machen wir denn heute? Wieder mal ein bisschen fighten, auf jeden Fall. Müssen wir mal schauen. Ich versuche heute richtig viele Ehrenpunkte abzusahnen. Also nicht mehr auf Ressourcenjagd gehen, sondern lieber Ehre, damit wir im Einzelspieler weiterkommen und endlich diesen Drachen besorgen können. Ich will ihn haben, ich will ihn, ich will ihn, ich will ihn. Drache ist nämlich richtig fett, richtig geil. So ein Eisdrache oder so, so sieht der glaube ich aus. Wir haben ja leider vergessen, noch die Einheiten für diese Folge zu bauen. War nicht weiter schlimm. Das wird relativ fix gehen. Brauchen wir noch gar nicht alle. So, hier ist auch ein bisschen was los. Botschaft des Tages. Immer wieder gut. Ich weiß auch gar nicht, warum Clash of Clans so überhyped ist und das Game hier so unterhyped quasi. Ich finde es auch richtig geil. So, schaut mal unser Bündnis. Es wächst und wächst. Ganz langsam. Immerhin. So, aber. So, wir suchen uns jetzt mal ein Opfer raus. Den nicht. Sieht auch schwul aus. Einzelspielung lohnt sich jetzt aber gerade nicht. Brauchen wir viel zu viel Ehre noch dazu. 700. Deswegen gucken wir mal, wie weit unsere Einheiten sind. Tatsus Erwachen Drachensaga ist live. Gibt es hier neue Events oder was? Burg Sale. Burgstufe 11 haben die jetzt also schon. Krass. Das geht ja echt voran. Burg Sale, okay. Die gibt es dann günstiger. Ja, Burg 11 ist hier. Kriegspunkt Updates. Krass, Digga, krass. Ja, ich sammle den Shit hier nochmal schnell ein. Wie weit sind denn die Einheiten, ey? Was haben meine Bauarbeiter so zu tun? Einer ist untätig, den könnten wir doch gleich mal losjagen. Hier zum Beispiel der Elixierbrunnen. Aber ich brauche eher Münzen als Elixier. Und dazu muss ich erst wieder meine Burg appen. Boah, es kostet richtig viel. Alter Schwede. So viele Münzen, wie kriegen wir die denn zusammen? Wir haben gerade mal 2 Millionen. Müssen wir richtig viel farmen. Müssen wir jetzt hier irgendwas suchen, was ich noch appen kann. Schwierig. Ich finde es mega schwierig. Die Dinge hier können wir nicht appen. Seht ihr ja selbst. Da brauche ich erst die nächste Burg. Der Jadelöwe wäre eine Option. Ja. Komm. Jadelöwe. So, und jetzt brechen wir unser Schild. Und suchen uns einen Gegner. Direkt mal versuchen durchzubrechen. Mit möglichst wenig Aufwand. Unser Held, den können wir jedes Mal benutzen. Der ist immer wieder da. Ist das Geile. Deswegen setze ich den immer auf jeden Fall gegen schwache Gegner. So, dann ein paar Bogies. Ja, ich muss glaube ich irgendwas tun, um meinen Helden zu unterstützen. Weil ich glaube, er stirbt. Ja, er ist gestorben. Ich schicke noch ein paar Bogies, ein paar Onyx. Oder wie die Dinger heißen. Die müssen die Türme platt machen und dafür sind die Hauptmänner gut. Die sagen dann den restlichen Einheiten, yo, mach mal den Turm platt. Seht ihr das? Allein diese zwei Türme und der Eis.
Turm nerven gewaltig. Drecksvieh. Alter Schwede. Ja, und nochmal zur Info. Nach meiner letzten Ansage bezüglich Facebook, dass ihr auf jeden Fall mal dort vorbeischauen solltet. Vielleicht mal ein Like da lassen solltet. Damit ihr immer die neuesten Infos habt und so. Haben das wohl auch einige getan. Finde ich cool. Vielen Dank für den Support. Wir haben jetzt bald die 100 Likes. Ich freue mich schon drauf. Ich feiere das auf jeden Fall. Ist wieder ein Meilenstein, der natürlich archiviert wird. Sehr geil, sehr, sehr geil. Und auf YouTube gehen wir langsam auf die 1400 zu. Das sollten wir, na, diese Woche ist schwierig, Anfang nächster Woche schaffen. Sehr geil, ich freue mich. Immer größer werdendes Publikum. Wir klauen hier noch seine nicht vorhandenen Ressourcen. Lohnt sich eigentlich gar nicht. Aber immerhin, es geht um die Ehrepunkte, die wir jetzt sowieso schon teilweise sicher haben. Ich glaube aber, wir müssen alles vernichten, um alle Ehrepunkte zu bekommen. Es wird fies, wenn meine Einheiten wirklich nur die Ressourcendinger hier anvisieren. Ich will keine Einheiten mehr verwenden. Mach den Speicher kaputt. Mistviecher. Jau. Komm, das schafft ihr noch. Yeah. Yeah. Okay, Zeit ist sowieso um. Richtig schön viele Kriegspunkte und Ehre haben wir bekommen. Ich weiß immer noch nicht, was es mit den Kriegspunkten auf sich hat. Also, was bringt uns das? Okay, das sollte hier noch einfacher gehen. Unser Held macht das wahrscheinlich alleine. Obwohl, vielleicht nicht ganz. Da diese Dreckskanone auf den ballert. Ich hasse diese Kanonen. Und dafür lohnt es sich echt, die Hauptmänner aufzurüsten und die mitzunehmen. Die dann den restlichen Leuten sagen, hey, chillt mal nicht rum und klaut Ressourcen, kommt mit und vernichtet die Türme. Macht auf jeden Fall Sinn. Alter, Dreckskanone, dich kriege ich noch. Ich schwöre es. Drechselt. Also den Turm haben wir schon weg, setzen wir unten noch einen Elektro-Typi. Die sind auch sehr geil, die können auch aus der Entfernung richtig vielen Gebäuden Schaden machen. Das ist voll geil. Die gehen ab, stellt euch die auf mal auf höheren Level vor. Einfach der Blitz über 10.000 Gebäude, alle kaputt. Boom. Dazu noch Einheiten. Läuft. Wenn er dann noch mehr aushält, er hält ja jetzt schon relativ viel aus. Relativ. Ist halt ähnlich vergleichbar mit dem Magier bei Clash of Clans. Aber ich finde, der hier hält noch ein bisschen mehr aus, der Typ. So, 100% rasiert mal wieder. Grandioser Sieg. Das ist das Ziel. 700 Ehre zusammen zu bekommen ist gar nicht einfach. Stellt euch vor, yo, ihr habt dann 620 oder so zusammengebracht. Freut euch so, geht ein bisschen chillen, Kaffee trinken oder so. Playsy zocken oder so. Und dann geht ihr später wieder rein und ihr wurdet schon wieder angegriffen. Schon wieder Ehrepunkte weg, schon wieder Ressourcen weg. Und es frustriert euch einfach nur. Und ihr bleibt dann vielleicht sogar längere Zeit wieder draußen, weil ihr genervt seid. Naja, so ist das Leben. So, suchen wir uns mal wieder einen schwachen Gegner, den wir schön Ehre mopsen können. Ja, hier
hier an den prägnantesten Stellen schicke ich mal meine Mauerbrecher durch. Natürlich wieder unser Held, der jede Runde dabei ist. Da oben brauchen wir wahrscheinlich auch noch einen Mauerbrecher. Ja, hier. Zack. Sehr gut. Versuchen wir ihm erstmal so maximalen Schaden zu machen. Jetzt noch Bogis, die erledigen den Rest. Zack. Boah, ich hasse diese Eistürme, ne? Also der zielt dann ziemlich außen, deswegen geht das. Sie kriegen gerade wieder viel Schnauze, so jetzt passt's aber. Da ist noch ein Turm da rechts und noch eine Kanone. Nehmen sich hier mein Helm so ziemlich unter Beschuss. Yay. Was macht ihr da eigentlich? Kümmern sich hier um die Burg. Rathaus werde ich schon wieder sein. Mensch, Mensch, Mensch. Macht doch mal den Turm platt. Höre, der rasiert noch meine Einheiten. Ich setze keine weiteren. Auch den dafür noch einen Kampf. So, jetzt aber. Gebt euch Mühe. Yeah. Yeah. So, Zeit genug habt ihr noch. Da gibt es nur noch eine Sache zu rasieren. Fertig. Sehr geil, sehr geil. So, jetzt sollten wieder Einheiten nachgebaut sein, die wir dann dazu benutzen können. Also suchen wir uns wieder einen Gegner. Oh, sieht auch relativ schwach aus, aber wir suchen uns noch einen schwächeren oder cooleren. Zum Beispiel hier, der ist ziemlich cool. Schicken wir wieder unseren Helden vor, er kann direkt mal den Turm zerlegen. Schaut mal, wie schnell der das macht. Zack, tot. Nö. Dann noch Bogis von oben. Richtig schön fies und ein Heiler, der die Bogis wieder heilt. Das Blöde ist, dass der Heiler unseren Helden nicht heilen kann. Oder jedenfalls habe ich es noch nicht gesehen. Das würde natürlich viel ausmachen, wenn der auch noch geheilt wäre. Wir müssen den mal verbessern, der ist voll schwach. Ich glaube, mir viel zu schnell für den Helden. Und der ist auch übel langsam. Gibt es keinen cooleren noch? Ist einfach so ein Baba. Shalom, shalom. Und gleich haben wir alles zerstört. Nach diesem Drecksturm. Yeah, und wieder eine Runde gepackt. Krass, krass, krass. So sammelt man Ehre. Aber wie gesagt, in der Zeit, in der man dann Einheiten baut, also neue Einheiten, um sich weiter Ehre zu holen, wird man meist angegriffen. Nervtötenderweise. Ja, wir haben sogar noch ein paar. Versuchen hier mal diese beiden Geschütztürme ein bisschen mit Leidenschaft zu ziehen und dann den Helden davor. Bogies. Läuft. Jetzt können wir auch den ganzen Rest hier in Einsatz bringen. Letzter Kampf quasi. Ja, die Burg habt ihr gleich. Ja. Ist immer am wichtigsten, die Burg auszuschalten. Dann gewinnt man auf jeden Fall. Und die Anzahl der Ehrenpunkte ist halt so eine Sache. Schön, ey, dieser Held ist so lahm. Schaut ihn euch an. Shalom, shalom, shalom. Yeah. Okay, wir haben alles verbraucht. Wir haben jetzt hier auch soweit nichts mehr zu tun.
alles gebaut. Ich werde hier nur noch die Einheiten zusammenklicken und dann machen wir Schluss. Das dauert ein bisschen, bis die fertig sind. Seht ihr selbst oben rechts. 39 Minuten, Alter. 45. Okay, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, also morgen. Ciao, ciao, Leute. Lasst immer fein ein Facebook-Like da. Ciao, ciao.